Mein Name ist Jens und ich bin 16 Jahre alt. Heute möchte ich euch was über mein Leben erzählen und darüber, wie es ein Ende nehmen wird. Zu Hause ging alles den Bach hinunter. Meine Mutter und ihr neuer Freund waren dauernd am Streiten und ich musste mich ständig um meine kleine Schwester kümmern. Auch meine Noten wurden immer schlechter. Das Einzige, was mir zu diesem Zeitpunkt Freude bereitete, war das Filmen mit meiner Kamera, die ich mir schwer erarbeitet habe. Ich führte ein Videotagebuch, in dem ich meine ganze Familie und meine persönlichsten Momente festhielt. In der Schule fiel mir schon länger ein Mädchen auf. Ihr Name war Hannah. Sie hatte lange braune Haare und für mich war sie das hübscheste Mädchen der Welt. Wir lernten uns kennen und verbrachten immer mehr Zeit miteinander. Nach einer gemeinsamen Nacht fiel mir auf, dass die Kamera ununterbrochen gefilmt hatte. Ich hatte Angst, dass Hannah das auffiel. Doch zum Glück hatte sie nichts gemerkt. Ich nahm die Kamera mit nach Haus, das Video löschte ich nicht. Ich vergaß die Kamera in meinem Zimmer zu verstecken. Daraufhin verließ sie meine Mutter einfach an einen Kumpel, ohne die Speicherkarte herauszunehmen. Innerhalb von wenigen Stunden war das Video überall im Netz zu finden. Ich bereute es, das Video nicht gelöscht zu haben. Hannah wurde durch meine Dummheit selbstverständlich in Mitleidenschaft gezogen. Sie wurde als Schlampe bezeichnet und ich als Kinderficker. Durch das Video fing sie an, mich zu mobben. Es wurde immer schlimmer. Ich bekam Droh-SMS, vor der Schule wurde ich zusammengeschlagen. Im Internet gingen Lügengeschichten rum. Keiner konnte es lassen, mich fertig zu machen. Selbst mein bester und letzter Freund ließ mich im Stich und machte mit. Meine Familie bekam von dem alles nichts mit. Sie dachte, die blauen Flecken kamen von kleinen Auseinandersetzungen, die nichts zu bedeuten hatten. Ich war allein. Ich konnte nicht mehr schlafen wegen Depressionen, Angst vor der Schule, vor den Mitschülern und vor der Öffentlichkeit. Keinen Fuß konnte ich mehr vor die Tür setzen. Ich schrieb Hannah eine SMS und traf mich am nächsten Tag mit ihr. Als sie nichts mehr mit mir zu tun haben wollte, die ganze Schule mich mobbte und meine Eltern sich mehr für ihre Streitigkeiten als für mich interessieren, weiß ich jetzt nicht mehr weiter. Ich habe alles versucht, dennoch gibt es keinen Ausweg für mich. Meiner Meinung nach merken die Täter nicht einmal, was sie mit ihren Worten anrichten, dass sie Menschenleben in Gefahr bringen. Ich wünsche keinem von euch, selbst meinen größten Feinden nicht, dass ihm so etwas passiert. Ich gehe jetzt mal. Ich weiß zwar nicht wohin, aber heute hört ihr das letzte Mal von mir.